Ja, man merkt, wir kommen ins atomar verstrahltere Gebiet. Das Gras wird gelb. Na, so ein Quatsch. Das Gras passt sich ja engine-bedingt der Textur darunter an. Zumindest war das früher bei Oblivion noch so. Ja, die Bodentextur hat angegeben, welche Farbe das Gras darauf hat. Würde mich nicht wundern, wenn das immer noch so ist. Da konnte man tatsächlich lila Boden machen und hat dann lila Gras gehabt. Oder was weiß ich. Pinken Boden. Orangenen Boden und hat orangenes. Nee, irgendwas Dummes. Ja, lila. Nee, lila auch nicht. Irgendwas Dummes. Es könnten ja lila Pflanzen sein. Irgendwas Blödes. Weißen Boden. Weißes Gras. Irgendwie sowas. Atom sei mit dir. Da gab es sogar einen Bug. Man konnte in Oblivion nämlich mit den Modding-Tools konnte man Texturen auf dem Boden malen und manchmal gab es den Bug, dass die Textur einfach schwarz wurde und dann wurde das Gras auch schwarz. Das war total doof. Das war nervig. Da muss man den gesamten Editor neu starten. Ich weiß gar nicht, ob sie es irgendwann gefixt haben. Ich glaube, Skyrim hatte denselben Bug im Editor auch noch. Da habe ich auch mal kurz reingeschnubbert. Ach ja, schrecklich hier wieder zu sein. Nee, Nick, wo bist denn du? Hallo? Wo steckt der? Hä? Wo steckt Nick? Hä? Hab ich ihn draußen abgehängt? Oder ist er irgendwo runtergefallen und dann verreckt und ich hab's nicht mitgekriegt? Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Die was? Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Ach, da ist er. Ja, schnell rein, es kommt schon wieder ein Sturm. Fick you. Ich meine nicht, dass das da drin besser wäre, da unten ist auch überall Strahlung aus irgendeinem Grund. Weil sie es mögen, die verrückte Idioten. So, dann wollen wir hier mal noch für noch mehr... Ich bin wenig begeistert an. Wie wär's, wenn wir von hier verschwinden? Würde ich gerne, aber ich darf nicht. Warte mal. Damit ich auch hier reinpasse. Das muss sein. Ja, damit ich hier reinpasse. So. Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Alter, ich hab dir den noch gar nicht gegeben. Ich hab endlich den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen. Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Interessant. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Können wir das eventuell... Könnte man die Umgehung aufheben? Genau. Theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil. Ich habe einiges für dieses Ding riskiert. Das ist ein paar Kronkorken wert. Das wäre angemessen. Ich gebe dir, sagen wir, 150. Vertrau mir. Hättest du den Ort gesehen, wüsstest du, das reicht nicht. Überall Mutanten. Wow, wirklich? Okay, klar. 250. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich durchgemacht habe. Vom Geruch will ich erst gar nicht reden. Gut. 350. Aber mehr ist wirklich nicht drin. Na klar. Natürlich. Kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Radikale Bekehrung. 30% des Schadens, der Schadens- und Energieresistenz des 30%. Das ist nicht schlecht. Kann man benutzen.
baue den Regulator ein. Ja, den Regulator werden wir schon einbauen. Nur nicht so, wie sie es denkt. Gepriesen sei Atom. Nur nicht so, wie sie es gerne haben wollen würde. Wie komme ich denn da jetzt runter? Puh, wie komme ich denn da runter? Sag mal. Ach da, okay. Ich fühle mich auf einmal so leicht. Kann das sein, dass es an der Rüstung liegt? Dass man tatsächlich schneller ist, wenn man wenig Rüstung trägt? Oder liegt das am Innenraum? Man weiß es nicht. Ah, Strahlung schon wieder. Ich will das gar nicht trinken. Ich glaube, das U-Boot leckt. Pumpenregulator. Reparieren. Du siehst, wo der Pumpenregulator angebracht werden muss, sodass verstrahltes Wasser direkt in das System geleitet wird. Dir fallen auch meist Überbrückungen zu den Filtern auf. Ein fähiger Techniker könnte sie aufheben, die Reparatur verheimlichen und das alte System wiederherstellen, sodass die Strahlung herausgefiltert wird. Meist Überbrückung aufheben, das System zu reparieren, weil ich 7 Intelligenz habe. Du montierst den Pumpenregulator ohne Probleme. Mit dem Regulator kannst du meist Überbrückung aufheben und deine eigene im Inneren der Maschine anbringen, sodass niemand merkt, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Das Geräusch kenne ich. Das Geräusch kenne ich doch. Ich weiß noch nicht woher. Ey, weiß ich jetzt wirklich, woher war das, das Geräusch? Das kenne ich irgendwoher. Auch aus Fallout 4 oder Fallout 3. Nee, Fallout 4. Glaube ich. Oder im dritten Teil. Ah, das ist... Ah, ich weiß es, du. Achso. Hast du Atomschleier im Mondlicht gesehen? Wunderschön. Ich weiß, woher es ist. Vorsicht vor Nebelkriechern. Es ist der Vertibird Anhag Sound oder der Vertibird Landes Sound. Also wenn die Vertibirds ihre Räder ausfahren, dann kommt der Sound. Das ist es. Genau. Faules Bethesda ist faul. Reparaturvorgang läuft. Schwester Mai. Ja, ich will den Knopf drücken. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Sonnenlicht heilt nach und nach deinen Strahlungsschaden. Kann es eigentlich sein, dass ich mich nicht mehr heile? Also auf Zeit? Wahrscheinlich schon, ne? Rede mit Schwester Mai, oder? Ja, ich glaube schon. Die ist ja da oben. Schwester Mai? Willkommen zurück. Brauchst du Vorräte? Die Dekontaminierungsbögen sind repariert und einsatzbereit. Großartig. Ich teile es allen mit. Danke. Also, musst du deine Vorräte auffüllen? Klar. Ich schau's mir an. Nichts ist Schrott, wenn man es richtig einsetzt. Mhm. Ich hatte noch alle diese komischen... Da, genau. Recon Marine, rechter Arm. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. 10.000 kostet das. Die kosten alle so viel, ne? Das Problem ist, ich muss die mir natürlich kaufen. Ich muss mir die Sachen eigentlich kaufen, weil... Wenn ich sie töte, sind sie ja nicht mehr da. Das heißt, ich... Und es gibt hier wahrscheinlich kein Safe oder so. Ich muss mal ganz kurz gucken. Gibt es hier irgendwo einen Safe, den ich knacken kann? Wenn du ins Schiff gehst, geh Schwester Aubert aus dem Weg. Wahrscheinlich. Ich müsste dich nicht mal. Die machen sie auch nicht mehr wie früher. Ja, man kann sie einfach aufmachen. Es gibt hier kein Safe oder sowas, den ich knacken könnte. Und kein Schrank oder so, wo das ganze Zeugs von ihr drin ist. Nee. Das ganze Zeugs ist ja normalerweise immer, also ist ja. Ja.
Ich plaudere jetzt wieder aus dem Nähkästchen eines. Sie ist Atoms personifizierte Wut. Eines Modders. Und jeder Händler in der Engine, also es war zumindest bei Oblivion früher so, und ich glaube, bei Skyrim war es auch noch so, also ich nehme es an, es ist bei Fallout 4 auch noch so. Jeder Händler hat einen Container irgendwo im Level, wahrscheinlich, meistens ist es außerhalb vom Level, in dem der ganze Loot drin ist. Das heißt, wenn ich sie töte, dann kann ich sie nicht plündern, um den Laden auszurauben, sondern es gibt irgendwo im Level irgendwo eine Kiste und da ist das ganze Zeug so im Laden drin. Das heißt, wenn ich irgendwann mal die Kinder des Atoms töte, ich gehe auch mal stark davon aus, dass das irgendwann passieren wird, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, dann kann ich nicht mehr die Sachen kaufen. Das heißt, ich muss die Sachen eigentlich kaufen. Mai? Vertraue auf Atom, aber mach dich bereit, bevor du die Bucht verlässt. Brauchst du was? Es könnte natürlich sein, dass es eine komplette Geldverschwendung ist. Ich schau's mir an. Man weiß nie, was man braucht. Aber es ist die beste Rüstung im Spiel. Ich glaube, selbst in Nuka World gibt es keine bessere Rüstung. Es ist die also die Recon, die Marine-Rüstung ist die beste Rüstung im Spiel. Es kann sein, dass es irgendwo noch bessere legendäre Rüstungen gibt oder sowas, aber ich glaube nicht. Ich guck das jetzt einfach mal. Bevor ich jetzt mein Geld raushaue, ganz ehrlich, gucke ich jetzt einfach mal, ob das so ist. So. Ich habe das Fallout-Wiki ja noch offen, von vorhin mit eher leiser. Also für mich vorhin, für euch ist das schon mehrere Folgen her. So, jetzt muss nur noch die blöde Suche funktionieren. Die Webseite von denen ist auf Mobile so extrem beschissen. So. So, Marine Armor. Genau. Das müsste die beste Rüstung im Spiel sein. So, es ist die beste Rüstung im Spiel, genau. Der Nachteil ist halt dieses extrem hohe Gewicht, was sich aber durch diese zusätzlichen Taschen einfach ausgleichen lässt eigentlich. Genau. Man kann dir, kann es sein, dass die Marine-Rüstung bessere Werte hat als Assault Marine Armor Chest Piece Damage Resistance Ballistic 50. Jetzt hat sich die blöde Seite neu geladen. Scheiße, ja. Zeloten 38. Assault Marine 50. Und Inquisitor 49. Genau, das ist die beste Rüstung im Spiel. Ich habe das jetzt einfach mal geguckt. Und man sollte diese legendären Sachen kaufen, solange man noch die Chance hat. Also ich weiß nicht, ob die Kinder des Atoms irgendwann sterben, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass man sich irgendwann entscheiden muss zwischen Kinder des Atoms, Synths oder Verhaber-Leuten. Oder beziehungsweise zwischen den Kindern des Atoms und den Leuten Verhaber. Oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich sagen, ich kaufe mir das jetzt einfach mal. Die Laufgeschwindigkeit des Zeigers um 10%. Kostet 10.777, wir haben 27.000. Kann ich was verkaufen, um den Preis irgendwie runterzubringen? Das ist rechter Arm. Das heißt, ich müsste rechten Arm verkaufen, wenn sie 22,22 ist das, ne? Das ist 24,24. Hä? 22,22,10? 24,24,10. Die ist jetzt schon besser als. Ja.
hat aber nur einen Wert von 98, das reicht nicht. Ich muss nur irgendwas anderes verkaufen. Ich könnte die ganzen Drogen verkaufen, die ich in Sanctuary habe. Die wir damals von Paul Pembroke mit Henry Cook und Paul Pembroke geholt haben und dann dem Paul Pembroke nichts abgegeben haben. Die habe ich immer noch irgendwo, weil ich Perk noch haben wollte. Genau, ich wollte ihn voll aufrüsten. Aber ich glaube, der bringt nicht wirklich was. In dem Fall jetzt hier. Kazumis Tagebuch, Ordner, Packung Zigaretten, Opas Notiz. Pre-War Money. Warte mal, Opas Notiz. Ist das derselbe Opa? So, 4311 kostet sie noch. Überfälliges Buch, Munition. Die hat doch noch Raketen unten drunter, aber das würde wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Ja, 4311. Weiter kann ich den Preis wahrscheinlich nicht drücken. Also habe ich noch 23.000. So, sie hat ja hier noch Raketen, die 10 mm. Leuchtfackeln. Gamma-Patronen. Ich finde es so süß, dass ich alles mitnehmen darf. Total bescheuert. Schwester Mai? Willst du sehen, was ich habe? Nö. So, dann gab es hier noch irgendwo einen anderen Händler. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Was macht denn das Skelett hier? Der wahrscheinlich Verzeihung, nicht. Alchemist. Du benötigst Pflege, Kind? Fühle mich gerade nicht besonders. Was? Vergiss es doch. Also? Nee, ich wollte handeln. Welche Pflege benötigst du? Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Heilmittel? Ja. Verkaufst du auch Rüstung? Nein. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Kann ich nochmal... Kann ich hier ein erfrischendes Getränk machen? Brauche ich Antiseptikum für. Fuck. Na gut. Oh, Orange Mentats. Schmutziges Wasser. Stimpak. Ich kann mir einfach alles mitnehmen. Finde ich lustig. Das ist total bescheuert. Ganz ehrlich, es ist total dämlich, dass ich alles mitnehmen kann. Ich wünschte, ich wüsste, was Schwester Gwyneth verrückt gemacht hat. Das nichts. Entschuldigung, Fanatiker Thiel. Gepriesen sei Atom, Bruder. Brauchst du etwas? War das eine Händlerin? Nein. Verbranntes Buch. Waffenkammer. Dings da. Willst du aufrüsten? Ich sollte haben, was du zum Überleben brauchst. Zeig mal, was du so hast. Die Waffen der Auserwählten. Der Controller vibriert hier ständig wie ein Herzklopfen. Macht mir irgendwie Angst. Kilotonnen Radiumgewehr. Die Kugeln explodieren und beim Einschlag und Richten. Ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Automatisches Radiumgewehr. Ach. Linker Arm. Verlangsamt im Kampf vorübergehend die Zeit. Die brauche ich eigentlich nicht. Aber auch hier wieder 24, 10. Und ich habe hier einen linken Arm. Der macht 22, 10, obwohl das eine Inquisitor-Marine-Rüstung ist. Ich weiß nicht, ob das. Ja, also eigentlich macht das keinen Sinn, aber irgendwie aus irgendeinem Grund sind die voll scheiße. Also die Teile, die sind so... Wo hab ich die eigentlich her? Ich weiß gar nicht. Hab ich die gekauft? Ich glaube, ich habe sie gekauft, ne? Genau, hab ich dann Brustteil, linkes Bein und rechtes Bein und die anderen beiden sind legendär. Mentats. Nuka Cherry, Nuka Cola, Orange Mentats, Psycho. Niemand sagt nein zu Drogen. Schmutziges Wasser.
Ja, ich kann den Preis nicht besonders drucken. 12.000 habe ich noch. Es vibriert hier ständig. Geschmackstest. Ich weiß dein Verständnis zu schätzen, Schwester. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Familie im Commonwealth. Aber diese Powernudeln, die du haben willst, kommen nie im Leben an mein Rezept heran. Wenn du das also als nächstes, wenn du das nächste Mal heimwärst, komm vorbei, dann serviere ich dir welche. Mai. Was? Powernudeln? Von Takahashi? Den blöden Roboter, der nichts anderes machen kann als Powernudeln? Wieso haben die ja eigentlich so viel? Möchtest du jemand? Wieso haben die ja eigentlich so viele, Oh, ich hätte die Waffen verkaufen können, ich bin so doof. Die hat sogar schon Automatikverschluss. Come on. 24, ich brauche sie nicht mehr verbessern, das bringt gar nichts. 24, 24, 10. Die ist objektiv besser. Zwar nur 2 Punkte, aber das ist egal. Okay. Ich speichere mal ganz kurz. Das war jetzt vielleicht Geldverschwendung. Und ich muss unbedingt den Big Sale Perk leveln, ganz ehrlich. Ich brauche diese Rüstung. Und die kann man wahrscheinlich, die kann man scheinbar nur bei Händlern kaufen, also diese legendären Dinger. Skill-Tabelle, genau. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Ich muss unbedingt den Perk hier. Das nicht unbedingt, aber das hier. Das hier unbedingt. Und dann brauche ich mehr Kronkorken. Und dafür brauche ich Erfahrungspunkte. Wo kriege ich am schnellsten Erfahrungspunkte her? Wahrscheinlich irgendwelche Gegner töten, ne? So. Jetzt noch zu Großfanatiker Richter. In der Kaffeetasse. Ich nehme einfach mal alles mit. Und ihm sagen, dass wir Gwyneth getötet haben. Ich erzittere vor Atoms Größe. Obwohl wir es nicht getan haben. Hier in der Gegend werden wir eine Menge Strahlung schlucken. Gwyneths Ketzerei muss beendet werden. Klar. Schwester Gwyneth wird euch keine Probleme mehr machen. Sie ist selbst schuld. Ich will keine Einzelheiten wissen. Ist mir offen gesagt egal. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atom lächelt heute auf dich herab, Bruder. Gibt es auch was für den Job? Keine Angst, du wirst für deine Hingabe belohnt werden. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Ziehe aus und zeige Atoms Feinden keine Gnade. Atoms Urteil plus 100 Strahlungsschaden. Was? Das ist ein Hammer mit Fusionskern. Bist du bescheuert? Aufgepasst. Mal sehen. Wo ist denn die Waffe her? Hier, da. Was ich tun kann. Großfanatiker? Stimmt was nicht? Du scheinst anders zu sein als die meisten Leute hier. Woran liegt das? Du bist ziemlich dreist. Na schön. Ich war Soldat, bevor ich mich Atom anschloss. Lieutenant Brian Richter, Aufklärer, Hauptstadtregion. Waren auf einer lang angelegten Aufklärungsmission im Norden, als wir auf ein Lager mit Fusionskernen aus einer alten Entsorgungsanlage stießen. Wir sind in den Eindämmungskeller eingedrungen, aber unser Ingenieur hatte die Türschlösser falsch eingestellt. 40 Zentimeter Stahl, die hinter uns zufallen und erst zur Spaltung wieder geöffnet werden. Und ich sah, wie sie zerfielen und verreckten und musste mit 2 Schluck Wasser am Tag und einer gelegentlichen Kakerlake auskommen. Der hohe Beichtvater, damals noch ein Fanatiker, tauchte schließlich ein paar Wochen später auf. Sie haben das Türsiegel geöffnet, mich rausgezogen und hierher zurückgebracht, wo der Alchemist mich wieder aufgepäppelt hat. Ich verdanke es allein Atoms Segen, dass ich nicht meine Innereien auskotzen und mein lichtes Haar fressen musste. Wolltest du noch irgendwas wissen? Du warst ein Soldat? In welcher Armee? Sie nannten sich die Enklave. Früher waren sie mal mächtig, aber heute... Nun, diese Zeiten sind lange vorbei. Ich diene jetzt Atom.
Ein Soldat der Enklave, also. Mir juckt es im Finger, den Job der Bruderschaft damals bei BlackRock zu Ende zu bringen. Aber... Und? Gibt es noch andere Aufgaben zu erledigen? Im Moment nicht. Aber sicher streift wieder eine Bestie bei unseren heiligen Städten durch den Nebel, wenn du auf einen Kampf aus bist. Lief da was zwischen dir und Schwester Gwyneth? Nein. Sie war einfach eine gute Frau. Etwas schrullig vielleicht. Aber auf sie war Verlass. Sie hat immer Meierlörg-Eier an Stränden gefunden, wo es eigentlich keine mehr gibt. Mit ihr waren wir besser dran. Eine Schande, dass sie fort ist. Lässt sich leider nicht mehr ändern. Erstmal nicht. Gut. Interessant. Interessant. Dieses Leben ist nur ein Zwischenspiel. Eines Tages sind wir alle andere Welten. Klar. Ihr seid tot, wenn ihr so weitermacht. Obwohl, alle anderen sind tot. Ihr streift dann durch eine verstrahlte Welt. Ja, die sind ja irgendwie immun gegen die... Also nicht alle, aber viele von denen. So. Hilft der Seefahrer? Schon wieder. Ach klar, weil... Ja, genau. Zeige dem Hohen Vater die Beicht-Ikone. Quatsch, dem Hohen Beichtvater die Ikone. Wo ist denn der? Da drin, oder? Sieht zumindest so aus. Dann wollen wir das kurz machen. Weil die Frau hat ja gemeint, da kommt niemand rein, außer mit dem... Also in die Kommandozentrale kommt niemand rein, außer mit dem Segen des Hohen Beichtvaters. Ich habe mich tatsächlich eigentlich schon durchgeschossen, bin dann einfach umgedreht. Also, beziehungsweise ich habe mich gar nicht durchgeschossen, ich bin ja gestorben. Aber ist ja auch egal. So, ich speichere mal ganz kurz richtig davor. Weil irgendwie traue ich dem so nicht so recht. Dem blöden Beichtvater. Dann wollen wir mal sehen, was er so zu sagen hat. Das Schiff, das ist total verstrahlt. Wetten? Wetten, das ist die Hölle. Ach, doch nicht. Was ein Angeber. Ganz ehrlich, was für ein Angeber. Und sieht total bescheuert aus. Sei respektvoll. Du wandelst durch heilige Hallen. Ich guck mich mal so ein bisschen um. Was für ein Angeber, ganz ehrlich. Ah, ich habe schon von unserem neuen Mitglied gehört. Willkommen, Bruder. Wie fühlt es sich an, seinen Platz unter Atoms Auserwählten einzunehmen? Als wäre ich von Fanatikern umgeben. Wahre Hingabe wird oft missverstanden. Ich kann dir versichern, dass wir keine irren Fanatiker sind. Aber wir dienen einer großen Sache. Du warst also schon in Far Harbor, ja? Hast die Barrieren gegen Atoms heiligen Nebel gesehen? Die ketzerische Weigerung der Bewohner, sein Reich zu verlassen? Was würdest du mit so einem Ort tun? Ausbauen. Ist Far Harbor wirklich so schlimm? Ja, Bruder. Ist es. Jahrelang bettelte mein Vorgänger um Frieden, während Far Harbor mehr und mehr zu einer Bastion der Ketzerei wurde. Wir wollten ihnen helfen, ihnen Atoms Licht bringen. Viele der unseren bezahlten dafür mit dem Leben. Aber jetzt, da ich hoher Beichtvater bin, sind diese Zeiten vorbei. Alle von Atoms Feinden, ob Far Harbor, hinter diesen ach so wertvollen Kondensatoren. Oder der alte Roboter, der seine Erinnerung in unserem Heim versteckt. Sie werden erkennen, dass Atom der alleinige Herrscher über diese Insel ist. Aber nur durch Einheit können wir Erfolg haben. Atom erwartet von all seinen Kindern unbedingte Hingabe. Akzeptiere das
und du kannst es hier weit bringen. Und brauchst du noch irgendwas anderes? Was? Oh Mann. Brauchst du noch was anderes? Hier, eine epische Rede über unsere Feinde. Und brauchst du noch was? Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der so viel für unsere Familie getan hat? Was willst du wissen? Wo hast du deinen Hut her? Und was machst du? Er setzt sich hin. Oder auch nicht. Was ist mit dem hohen Beichtvater vor dir passiert? Morten? Das weiß niemand. Er schlief in seiner Kammer im Schiff und am nächsten Morgen war er einfach verschwunden. Die anderen Fanatiker haben nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Far Harbor gegangen oder nach Süden geflüchtet wäre. Seine Treue Atom gegenüber war fragwürdig. Er hat nichts unternommen, als in Far Harbor einer unserer Missionare exekutiert wurde. Ich würde also sagen, es ist gut so, dass er verschwunden ist. Was ist diesem Missionar zugestoßen? Etwas Abscheuliches. Unser Bruder Andrews wollte dem Nebel trotzen, dieser schrecklichen Stadt Atoms Licht bringen und die Heiden an ihre Übertretungen erinnern. Wie ich hörte, hat er kaum ein Wort gesprochen, bevor sie ihn kaltblütig ermordeten. Wegen nichts weiter als seiner Hingabe, Bestien. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Auf der Insel herrscht eine hohe Strahlung. Warum werden die Leute nicht krank? Einige werden es. Aber die meisten sind seit der Geburt mit einer Verbundenheit zum Leuchten gesegnet. Für uns ist es nicht mehr als ein Sommerregen, warm und angenehm. Das ist der Grund dafür, dass ein Ort wie diese Insel für seine Kinder gedacht ist. Andere verenden Elend, während wir geduldig auf die Spaltung warten. Dir ist schon klar, dass die Strahlung irgendwann verzieht. Also nicht verzieht, aber sie wird... Ja, also doch verzieht. Also das... Ne, das ist dem schon klar. Wenn die nicht mit ihrem komischen... Ich weiß ja nicht, was die machen, aber wenn die Strahlung nicht irgendwie verteilen würden, was sie ja auch... Was ist? Siehst du etwas? Ja, ich sehe Atoms Worte und sie sagen mir, du erzählst Quatsch. Was kannst du mir über die Spaltung erzählen? Atoms größtes Geschenk. In uns stecken Milliarden unsichtbare Welten, die darauf warten, von seinem Leuchten berührt und durch Spaltung wiedergeboren zu werden. Während des Großen Krieges wurde es vielen zuteil, auch wenn ihnen das nicht klar war. Aber inzwischen ist es oft ein langsamer Prozess. Nur durch jahrelange Einwirkung lässt er sich abschließen. Wir alle sind hier, um in unserem Leben die Spaltung zu erfahren, ganz gleich, wie lange es dauert. Hast du sonst noch Fragen? So verdammter Mistkerl, ganz ehrlich. Es gibt nicht mal einen logischen Grund, warum der Charakter von Fallout 4 sich dem anschließen durfte. Weil der hat den großen Krieg miterlebt. Also, den Anfang und das Ende. Im Grunde. Ich habe gehört, die Kinder wären für den Nebel verantwortlich. Stimmt das? Natürlich. Den Nebel gab es bereits vor unserer Ankunft, sicher. Aber damals trat er nur gelegentlich auf. Aber dank unseres Glaubens, unserer Hingabe der Familie gegenüber, ergriff Atom die Insel, nahm mehr und mehr Land für uns in Besitz, bis alles in seiner Hand lag. Hast du noch weitere Fragen? Und dem fällt der Logikfehler nicht auf? Er sagt, die Insel ist wie gemacht für die Kinder des Atoms, also sind sie die einzigen, die hier leben dürfen, weil alle anderen elendig verrecken. Aber sie selber sind der Grund, warum diese Insel so ist. Dem fällt der Logikfehler nicht auf, oder? Nee, dafür ist er zu blöd. Wie seid ihr an diesen Ort gekommen? Wir wurden vor vielen Jahren hierher geführt, nachdem wir aus Far Harbor verbannt wurden. Der erste von uns, mein Vorgänger Martin, und ich gingen auf Geheiß von Atoms großem Propheten Beichtvater Cromwell nach Norden. Cromwell? Als wir aus dem Ödland der Hauptstadt hier ankamen, gab es einige Seelen, die offen für Atoms Botschaft waren. Anna, der Alchemist,
war früher die Ärztin von Far Harbor, bevor sie das Licht fand. Aber die meisten hielten uns für eine Bedrohung. Wir wurden aus der Stadt in die Wildnis gejagt. Wir kamen gerade so mit dem Leben davon. Einige von uns waren danach nie wieder so wie früher. Wir haben nur dank Atoms Gnade überlebt und endlich diesen Ort gefunden, den wir nun unsere Heimat nennen. Das heißt, die haben nichts mit dem Leuten im Commonwealth zu tun, wenn ich das richtig deute? Oder sehe ich das falsch? Für mich klingt das nicht so, als ob die was mit den Kindern des Atoms aus dem Commonwealth zu tun haben. Wenn das alles ist. Wofür auch sprechen würde, dass sie uns nicht auf Sichtkontakt gleich angreifen, aber das haben sie beim Krater auch nicht gemacht. Also, weiß ich nicht. Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit dir. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Far Harbor hat wieder einen von uns erwischt. Ihr Untergang kann nicht früh genug kommen. Entschuldige, du wolltest etwas, oder? Es... Ich habe diese Ikone gefunden. Der Großfanatiker meinte, du hättest Interesse an ihr. Ist das die Mutter? Es stimmt also. Du hast die Mutter des Nebels gesehen? Viele Kinder des Atoms hoffen ein Leben lang auf einen derartigen Segen. Offenbar erwartet Atom Großes von dir, Kind. So wie ich auch. Also, gab es sonst noch etwas? Vielleicht ist es Atoms Wille, dass ich die Kinder des Atoms auf Farbe zerstöre. Vielleicht ist die Mutter des Atoms Eliza, die den Krieg überlebt hat und zum Ghoul wurde und seitdem durch den Nebel streift. Kind, stimmt was nicht? Kann doch sein, oder? Kann doch sein. Diese Erinnerungen, an die du heran wolltest, ich habe einen Weg gefunden. Wirklich? Bei Atom, mein Kind? Ich will gar nicht wissen, was du tun musstest, um an diese Information zu kommen. Dir ist hoffentlich klar, dass du alles, was du findest, direkt zu mir bringen musst. Ich werde dafür sorgen, dass dich niemand aufhält. Und sei vorsichtig. Viele unserer Geschwister sind bei dem Versuch gestorben, hinter das Geheimnis dieser verfluchten Maschine zu kommen. Tu, was getan werden muss. Der ist komisch. Wieso? Ich darf da sowieso schon rein? Also... Ich hab gedacht, der hilft mir jetzt, die Dinger auszuschalten oder so. Der Fanatiker macht mir Angst. Bitte verrat ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ja, vielleicht hat er sich wegen deinem Helm nicht gehört. Das kann sein. Was macht der denn jetzt schon wieder? Hier, ich klau dein Zeugs. Raketenstatus-Terminal. USS Democracy. Verteidigung der Demokratie. Raketensystem 0S154C. Ach, OS. Okay, OS154C. K9701 Fehler. Fehlverfügung im Feuerleitsystem. Verständigen Sie sofort einen Techniker. Fehler 03. Rakete aktiv. Bestätigung mit Startschlüssel erforderlich. 04. Versagen der Eindämmung festgestellt. Begeben Sie sich in sichere Entfernung. 02, genau das gleiche. Das Raketenfeuersystem oder die Torpedobänke oder was auch immer, die Raketenbänke lecken. Und deswegen ist das hier alles so verstrahlt. Das habe ich mir schon gedacht. Cave-Fungus. Schlägt dein Geigerzähler auch Purzelbäume? Mhm. Da will ich ehrlich gesagt gar nicht rein. Das ist wahrscheinlich verstrahlt. Bis zum geht nicht mehr. Ach ja, genau. Wo ist jetzt hin? Was macht der da? Hoher Beichtvater. Atoms liebstes Kind ehrt mich mit seiner Anwesenheit.
Was kann ich für dich tun? Ich wusste, ich hätte sie nicht zeigen sollen.